Die Supras sind wieder da. Der Supras. Oder das Supras. Nee, die Supras. Jetzt passt es, ne? Supra. Drei Supras. Was ist das denn hier? Der Parkboy oder was? Oder die Autos einparken? Liegt leider Schnee, Leute. Ich habe Schnee eingestellt. Der Spoiler-Bug ist raus. Okay. Let's go! Der Schnee ist wieder da, oh mein Gott. Mal Platz hier mit deinem Supra. Also, ich stelle Supra. Schnee im Sommer. Ah, hab ich dich geschnitten mit dem Brotmesser, ja? Du wolltest aber voll von innen durch, ne? Voll tiefenentspannt, die Renner mit B-Klasse, super, ne? Nur Moskito hat da hinten irgendwie wieder Ärger gekriegt. Ja, das finde ich chillig, dass man, wenn man will, einfach selber die Jahreszeiten im Rennen wenigstens wechseln kann. Bin rausgeflutscht. Oh, ach so, okay. Scheiße, Deise. Die sind nicht gut. Ja. Mal ein entspanntes Superrennen gefahren hier. Aber wir haben, glaube ich, noch ein Rennen da, ne? Oh, entspannt, dass die hier extra einen Streamer-Modus drin haben in dem Spiel. Was die Musik angeht, ey. Macht auch nicht jedes Game. Gibt schon ein paar mehr, die jetzt so machen, aber. Finde ich gut. So. Diesmal alle drin. Durchs Nadelöhr geht's hier. Da ist er wieder hier. Der Parkwächter. Da. Alter, ich wurde fast in Dings jetzt reingeknallt da, weil ich so aus Mini-Zynisch einfach. Brupp. Die macht es mit dir, Reise. Da Vader hat mich zur Seite gedrückt. Ich fahr mal innen vorbei, wenn ich darf und ich weggerammt werde. Komm hier, ich kann mein Potenzial nicht entfalten, ihr. Fuck, wie so wild gewordene Hühner, Alter. Ich fahr hier mal vorbei, danke. Bleib auch innen, außen. Supra-Duell! Ah, ich dachte lieber, bevor wir da gleich beide irgendwo in der Butnik landen. Ne? Und der Psychodruck, er hat funktioniert. Er hat sie unter Druck setzen lassen. Der Fahrfehler ist passiert. Damit ist das Rennen vorbei. Team LPO fickt mal wieder die Rosetten der Bots. Da sind wieder. Cooles Rennen. Coole Strecke, ne? Mit den langsamen Dingern, ey. Macht das auch mal Laune, ey. Mit den Hypercars, da fliegst du immer so schnell so Kurven. Da ist der Druck zu groß geworden auf der Plöre da. So, Aufnahme ist durch. Sayonara. Zur Prüfung zugelassen. Hast du Need for Speed Heat? Guck mal, was der mich fragt. Wegen Heat ist mein Kanal so explodiert, ey. Jetzt spüre ich natürlich die Nachwirkungen, wenn der Hype nachlässt, ne? Aber. Ja, klar, hab ich Heat. Muss man auf meinen YouTube-Kanal gehen, weil da findest du über 80 Videos über Heat. Aber auf YouTube heißt ich Let's Play Onkel. Ja, da bin ich immer wieder fasziniert, dass Forza alle Autos so krass gemacht hat, dass man sich den Innenraum und alles angucken kann. Ich sag mal bei 80-90% sogar die Motoren, Kofferraum und alles. Und bei Heat gibt's nicht mal die Cockpit-Ansicht. Und da gibt's nicht mal die Hälfte an Autos. Vielleicht ein Viertel, wenn überhaupt. Oder? Wie viele Autos hat Horizon jetzt mittlerweile? Weit über 450, ne? Oder so. Ist auch in GTA. Ja, GTA, ja klar. GTA ist genauso gut in der Hinsicht, was die Teils angeht. Klar, grafisch ist natürlich was anderes und so, ne? GTA ist, klar, kannst du jetzt nicht mit Horizon vergleichen, aber auch cool gemacht. Hat auch sehr viel Features GTA dafür, dass das so massiv groß ist. Oder über 700 oder so. Ja, guck dir das an, ey. Oder circa 650, ey. Weiß Bescheid, ne? Let's go, Batches!
Oh ja, und schnelle Karre da. Geht ab wie ein Zäpfchen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich ihn nicht aus Versehen wegcrash. Das wollen wir ja nicht. Ich komme jetzt nicht vorbei, ohne ihn irgendwie massiv zu rammen oder zu schneiden. Der fährt eine ziemlich rucklige Linie, sag ich mal. Aber spätestens auf der Geraden bin ich eher am Arsch. Ich denke mal, die anderen haben alle mehr Endgeschwindigkeit. Ja, hier ist jetzt Feierabend bei mir. Oh, Follower habe ich gerade nicht gesehen. Gucke ich gleich nochmal. Danny, glaube ich. Danny, vielen Dank wieder an Warrow. Das ist scheiße, ne? Das ist wieder so einer, der nicht richtig bremsen kann. Da klatscht er mich erstmal weg hier, ey. Meine Karre versteckt hinter dem Hesslon da. Daniel! Daniel, eher gesagt. Daniel, vielen Dank für dein Follow. Irgendwie ist immer einer dabei, der drin nicht beendet, ne? Aber der ist ja erst Level 22. Sei ihm verziehen, wenn er ein Anfänger ist. Ja, der ist jetzt natürlich ein bisschen, ne? Risiko da vorne zu fahren mit dem einen Typen. Weil ich und Wally kriegen uns ja eh mal wieder in die Haare, ne? Wenn das mal wieder was nicht richtig läuft, Alter, wir quetschen uns da gegenseitig an den Checkpoints vorbei. Brumm, 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 macht da einer im Hintergrund. Der Gobbermann. Kuckuck, kuckuck. Ich starte wieder hinten, weißt du, man kennt ihn. Ey, auf die Bots nehme ich keine Rücksicht. Die sind mir egal. Da crash ich auch mal gerne rein. Da ist einer am Checkpoint vorbei. Sorry, Gabba. Der scheiß Bot hat mich hier ein bisschen von der Spur gebracht. Lol, habt ihr gesehen? Alter, die glitschen so hart rum hier, die Bots, ne? Der springt da und macht da erstmal keine Ahnung, was für ein Move. Ja, da Kontrolle nicht da gehabt, gerade für einen Camaro. Oh, diesmal rutscht er aber ein bisschen mehr aus den Kurven. Bisschen zu energisch unterwegs. Jetzt erst hochgeladen, alles klar. Mit dem fliegenden S. Martin vorhin. Was macht der da? Guck dir den mal an, lol. Wie weit der zurückgefallen ist. Schönes Rennen. Lohnt sich ja diesmal in der Season alle Rennen zu machen. Ja, keine Ahnung. Also ich werde auf jeden Fall so gucken, so viele es geht machen. Ne? Ich werde mich nachher auch mal fürs Abenteuer da qualifizieren. Ein paar coole Autos diesmal auf jeden Fall dabei. 676 Autos sind drin. Davon sind 98 nur via DLC VIP etc. erhältlich. Das ist nicht viel bei der Menge an Autos. Hat davon nicht mal... Ja, fast 100 sind da von DLC. Geht voll klar, meine ich. Du hast dann über 500 Autos serienmäßig drin im Spiel. Also kannst du dich echt nicht beschweren. Aber ich würde sowieso jedem empfehlen, die Ultimate Edition hier zu holen. Ist einfach günstiger für die Menge an Zusatzinhalten, die es hier gibt. Der Hund ist AFK. Ach so, ja, so einer. Siehst du, das ist wieder so einer. Der steht da rum und hofft, dass wir gewinnen für den. Ja, ich finde Rennen immer geil, wenn man gegenseitig auf sich Acht gibt und nicht so ein auf... Ja, ist mir egal, ob wir im Team fahren. Ich will hier cool aussehen. Ich ramme alles weg. Hauptsache, ich werde Erster. Ich fahre immer gerne vernünftig so, also. Ich fahre auch sehr gerne, Track Days. Einfach nur entspannt auf der Rennstrecke bis Zeiten fahren bei Forza Motorsport. Da finde ich auch chillig, wenn die Leute auch richtig wie in echt leben, wenn sie langsam einen Wagen haben, extra Platz machen, um dir die Zeit nicht zu versauen. Ich finde sowas voll geil. Was, bei Forza Horizon 5 geht es langsam richtig. Was? Richtung 1000 Autos, ja, wahrscheinlich. Ne?
Der N3 GTS bei 80%. Achso, ja. Oh, Abbot, auf dich brauche ich nicht acht geben, du. Du leckst doch hier sowieso durch die Gegend, so einen Wilden. Das war jetzt mal richtig knapp mit dem Checkpoint wieder. Da wäre ich wieder ausgerastet. Da wäre auch selbst schuld, ey. Manchmal ist das echt zu knapp mit dem Checkpoints, ey. Oh, shit. Nicht gut, diese. Das ist auch eine fiese Kurve hier, ne? Wenn du hier zu schnell reinkommst. Dann schießt du da auch ganz easy dran vorbei. Och nö, Elementrix raus, oder? Ah, du bist ja gerade eh mitgefahren, ne? Dieses AFK-Arschloch da vorne, ne? Oder der ist zu doof zum Fahren, ne? Ich glaube, der wurde zurückgespawnt. Alter, also. Ne. Wie gesagt, ja gut, ist ein Fahranfänger, glaube ich, ne? Keine Ahnung, aber. Wenn er vorhin AFK war, nicht so geil. Ne? Komplett lost anscheinend. Hoffentlich blockiert er mich jetzt nicht oder so. Mach mal bitte Platz da. Mit deinem komischen Auto. Uff, der fährt echt komisch. Schon wieder an dem Checkpoint vorbei, der Typ. Der fährt ja mal richtig schlecht, also. Da will. Oh ne. Da fällt mir nichts zu ein. Dein Karre hat eine krasse Beschleunigung, aber die Geschwindigkeit ist naja fail. Ja, habe ich ja schon gesagt, wie gesagt. Für Langstrecke auf Autobahn oder so ist der nicht geeignet, aber in der Stadt ist der schon krass unterwegs, der Wagen. Na, ich könnte jetzt die Achsübersetzung ändern, damit der schneller ist, aber dann büße ich natürlich Beschleunigung ein. Ist auch nicht so geil. Aber egal, wir haben mit nochmal ein zweites Mal easy peasy gemacht. Elementrix ist irgendwie rausgeflogen oder so, aber. Hast du Tuning-Videos von Force auf deinem YouTube-Kanal? Würde mir gerne mal das Tuning und System anschauen. Ich habe Speedpaints auf meinem Kanal, da sieht man teilweise auch das Tuning. Aber wir können ja, ich kann ja gleich mal kurz reingucken da. Forza Horizon 3 Speedpaints habe ich noch auf dem Kanal. Hat sich ja nichts geändert zu Horizon 4. Beim RX-7 sieht man ganz gut, wie die Bodykits aussehen, so ein bisschen verschieden halt. Ich wollte sowieso noch einen Supra auf A-Klasse machen, dann mache ich das mal ganz schnell. Dann siehst du mal das Tuning. Ja, die Prüfung ist durch. Mal wieder. Ich mache mal wieder den Streamer-Modus aus und goodbye.